Yoga ist im Wesentlichen das Verständnis dafür, dein System auf die kosmische Geometrie auszurichten. Schau, im yogischen System sehen wir den Körper als 114 Chakren. 72.000 Nadis, die sich in 114 Knotenpunkten treffen, die als Chakren bezeichnet werden. Von diesen befinden sich zwei außerhalb deines Körpers, 112 innerhalb des Körpers. Von diesen 112 gibt es vier, bei denen du nichts tun musst. Sie sind so. Wenn andere Dinge funktionieren, werden sie von selbst erblühen. Es gibt also nur 108, mit denen du arbeiten kannst. Also 108 ist bedeutend geworden. Wenn du irgendwelche Perlen trägst, die Leute tragen 108 Perlen. Wenn sie ein Mantra sagen, 108, denn das sind die 108 Chakren, mit denen du arbeiten musst. Diese Zahl 108 ist bedeutend. Und du wirst es im Osten sehen, alles ist 108, denn der Durchmesser der Sonne zur Entfernung zwischen der Erde und der Sonne ist 108 Mal. Der Durchmesser des Mondes zur Entfernung zwischen dem Mond und der Erde ist 108 Mal. Der Durchmesser der Erde zum Durchmesser der Sonne ist 108 Mal. Und in diesem Körper gibt es 108 Chakren, an denen wir arbeiten können. Also die kosmische Geometrie, ich kann auf eine Menge Arithmetik eingehen, die mit deinem menschlichen System übereinstimmt. Und über diese Dinge waren wir uns bewusst. Und so kamen wir auf 84 grundlegende Asanas. Von diesen 84, wenn du 21 von ihnen richtig machst und du nur eines meisterst, wird dein System auf das kosmische System ausgerichtet werden. Sobald es ausgerichtet ist, ist alles, was du über den Kosmos wissen musst, genau hier.